Jo Leute, da sind wir wieder in Pokémon Karmesin hier in Zone 0 an dieser Kristallhöhle. Und schaut mal, hier ist ein wildes von diesen Pummeluff. Hier sind mehrere sogar. Die sind ziemlich groß, muss ich sagen. Und die Musik ist anders. Ich will mal versuchen, so einen Pummeluff zu fangen tatsächlich. Erholung. Achso, die Erholung macht einfach gar nichts, okay. Ich habe, er schläft sich jetzt ein oder sowas. Was für ein Typen bist du? Ich glaube, es war Typ Psycho. Ich glaube, das haben wir letzte Folge rausgefunden, dass es Typ Psycho ist. Ach, Gift-Typ wäre ganz vorteilhaft, ne? Würde auch, aber Würde ist keine sehr starke Attacke. Ich habe keine starke Geistattacke, ja? Ich bin immer mit dieser Irrlicht-Würde-Taktik dort, aber eventuell ändere ich das noch. Nur nicht bei diesem Let's Play wahrscheinlich. Und das ist nicht so schlimm, weil so viel Damage habe ich sowieso nicht gemacht. Plus jetzt schläft es und kann mich nicht mehr angreifen. Also ist also nicht so ganz verkehrt. Und bam! Das war schon einiges an Damage. Aber jetzt versuchen wir mal. Ach, ich habe hier so viele Bälle, ne? Ich versuche trotzdem mal, es zu fangen. Weil ich möchte wirklich gerne wissen, was der Pokédex zu diesem Vieh zu sagen hat. Und First Try! Habe ich nicht erwartet. Ich finde es aber ehrlich sehr, sehr blöd, dass deren richtigen Namen einfach die Formnamen sind. Das finde ich blöd. Das Pokémon heißt einfach jetzt Brühlschweif. Und das finde ich halt richtig dumm, persönlich. Das ist aber meine Meinung. Bisher wurde es nur einmal gesichtet. Es ähnelt einer rätselhaften Kreatur, die in einem alten Expeditionsbericht beschrieben wurde. Das wird es dann wohl sein, oder? By the way, das wurde mir schon gesagt, all diese neuen Paradox-Pokémon, wie da steht, das sind Paradox-Pokémon. Alle Paradox-Pokémon sind übelst OP. Deshalb werde ich sie erstmal so nicht benutzen. Weil, ne, ich möchte es mir nicht zu einfach machen. Ich möchte schon ein bisschen Challenge haben. Die Musik ist krass. Was bist du eigentlich? Bist du nicht das... Es versteckt sich ja einfach. Dieses Lumiflora-Pokémon. Okay. Interessant, dass es sich da einfach so verstecken kann. Corrin ist also mit der Zeitmaschine in die heutige Zeit gereist. Und dann hat eine Weile in Zone 0 mit der Professorin in einem anderen Exemplar gelebt. Oh. Okay. Manche fliegen aber einfach nur so rum von den Lumifloras. Oh, wow, wow. So scheint es gewesen zu sein. Wenn das so ist, dann ist ja quasi Corrin uns weiter Heimat. Dieser Ort sollte ihnen zumindest vertraut sein. Wie schön, hier kann es sich dann bestimmt ordentlich entspannen. Hm, also vorhin war es genau das Gegenteil von entspannt. Und es macht gerade auch keine Anstalten, von seinem Pokémon zu kommen. Meinst du, ich dachte, es hätte vorhin nur Höhenangst gehabt oder so? Höhenangst? Wie kommst du denn drauf? Ja, wie? Also, so wie Corrin vorhin gerechnet hat, muss es schlimmere Erinnerungen haben hier. Solche Erinnerungen können ausreichen, um einen komplett lahmzulegen. Ich kenne es von damals. Irgendwas. Alle meine Gedanken in die Schule wollte ich auch am liebsten nur verstecken. Oh, sieh mal. Hm, vielleicht wurde es hier in Zone 0 ja letztens verletzt wie Mastiffioso. Wer weiß, jedenfalls kannst du gerade auch nicht seinen Kampf vorannehmen, oder? Hm, gut möglich also. Und nein, das wäre ja furchtbar, wenn das stimmt, müssen wir einen Weg finden, das aufzuhalten. Und schaut mal hier! Das ist die Fahrentwicklung. Wird so gezeigt haben. Lubi Spross. Das hast du jetzt gesagt, nicht wir. Hä, was? War was anderes noch. Ich muss zugeben, ich bin ganz schön irgendwas. Mann! Ich habe das gleiche Problem wie letzte Folge. Ich kann das einfach nicht schnell genug lesen. I'm sorry, aber kann ich ja nichts für, wenn der Text im Spiel selber so blöd gemacht wurde. Da kann ich nichts für. Und wo muss ich... Ich wusste es! Dictries können fliegen! Ich wusste es! Von wegen, Füße! Oh Gott. Da, man sieht's. Ah, jetzt habe ich sie wieder aufs Land bekommen. Okay. Du kannst wieder gehen. Ich habe dich nur gerne gerettet. Von deinem Schicksal. Oh Mann. Hä, aber wo geht's denn dann weiter? Ich dachte, hier geht's weiter. Ich dachte, hier geht's so lang irgendwo. Kann ich den Kristall irgendwie kaputt schlagen? Nein, das wollte ich nicht. Ah, verdammt. Warum steckst du halb im Block drin? Hä?
Wie bewegt sich bitte Diktri? Was? Was passiert hier? Das ist sehr mysteriös. Oh, hi. Dich habe ich schon gefangen, ich brauche dich nochmal. Die Viecher haben auch gar keine Geschlechter. Waren die damals einfach zu cool dafür? Heutzutage nicht mehr anscheinend, oder? Ich habe echt keine Ahnung, wo es lang geht. Nee, wirklich nicht. Ich dachte, hier würde es weitergehen. Da oben geht's doch nicht. Oder? Geht's da einen Höhleneingang durch? Da kann ich auf jeden Fall nicht runter. Weil ich versuche mal von dort nach rechts zu gehen. Vielleicht geht das? Ein weiteres fliegendes Ding. Dreh. Ja, okay. Interesting. Oh, cool, wie es so schwebt. Das ist ja Typ Psycho, hat man gesehen. Wenn es sich bewegt, dann schwebt es einfach so. Außer es zappelt halt jetzt wie gerade. Das sind aber echt viele von diesen Pummeluff. Und ja, hier ist ein Höhleneingang. Okay, dann habe ich den einfach nur verpasst. Na gut. Alter, das Pummeluff ist super. Okay. Ich wünsche nur, die Musik wäre in diesem Spiel ein bisschen lauter. Das wäre ziemlich cool, wenn das so wäre. Weil ich finde, das ist eher so knapp im Hintergrund. Das kann man so schwer hören. Junge, das sind aber einige Pummeluff. Oder Brühlschweife. I'm sorry. Ich dachte eigentlich, es wären seine Haare, aber laut dem Namen soll es ein Schweif sein. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist keine Ahnung. Das ist mir auch ziemlich egal. Wir erreichen hiermit das letzte Observationsstadion. Oder Station, whatever. Und wahrscheinlich werden wir hier wieder einen Kampf haben. So wie die letzten Male. Da habe ich recht. Oder habe ich nicht recht? Okay, wir können hier einfach rein. Wow. Richtig runtergekommen, das Ganze. Oh, wow. Hier herrscht ja das reinste Chaos. Irgendwas hier scheint alles verwüstet zu haben. Mag sein, aber was? Hallo, Kinder. Huch, Professor, habe ich mich erschreckt. Entschuldigt. Was ist denn passiert? Warum ist hier alles verwüstet? Entschuldigt. Hallo, Kinder. Hä? Entschuldigt. Hallo, Kinder. Hallo. Was zum? Hören Sie bitte auf, das ist gruselig. Hallo, Kinder. System wird neu gestartet. Dun. Das muss an einem gestörten Signal gelegen haben, oder? Vielleicht. Es war auf jeden Fall seltsam. Fast so, als wäre... Wenn das ein Scherz sein sollte, war er total geschmacklos. Ich habe wirklich Angst bekommen. Ist sie ein Roboter? Das ist jetzt so der Gedanke, den ich habe. Öffnen wir das Schloss. Piep. Alle Schlüssel wurden entriegelt. 1, 2. Just. Hallo? Hallo? Sie fliegen vor in. Es gab eine kleine Verbindungsstörung. Verbindungsstörung. Pah, wer's glaubt. Pepper? Alle Schlösser sind entriegelt. Bitte begebt euch nun zum tiefsten Punkt von Zone 0, wo sich das Labor 0 befindet. Leute, ich habe ein sehr schlechtes Gefühl dabei. Wir ruhen uns mal ganz schnell aus. Einfach nur so, weil wir es können. Hier zu schlafen ist bestimmt schön. Eieiei. Alles in Trümmern. Könnte was meinen? Das kann doch nicht sein. Ich weiß auch nicht, ich habe auch das Gefühl, vielleicht ist hier ein Roboter? Vielleicht ist ein Cyborg? Vielleicht... Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, wir werden heute noch unsere Fragen beantwortet bekommen. Habe ich so das Gefühl. Also lass uns einfach weiterreisen. Was war denn mit der Professorin gerade los? Ich hätte das getan, um unser Abenteuer noch aufregender zu machen. Mia, das ist aufregend, im Ernst? Irgendwie, ja, schon etwas. Was stimmt mit dir nicht? Du sollst mal zum Arzt gehen. Ich glaube, das, was da vorhin vor sich ging, ach schon gut, ist nichts Wichtiges. Wow. Was ist los, Papa? Du wirkst irgendwie bedrückt.
Maike, was auch immer passiert, ich zähle darauf, dass du die Sache durchziehst. Okay, ich werde es auf jeden Fall versuchen. Ich finde das Pokémon hier echt cool. Sieht immer schön aus. Und nämlich auch so ein bisschen von den Farben her wie Ho-Oh. Oh, krieg ich das Item, bevor mich das Pummel sieht? Ein Terra-Stück. Ich glaube, in Terra-Stücken kann man den Terra-Typen ändern. Ich glaube, das war so, aber da bin ich mir jetzt auch nicht sicher. Wow, wie das Ganze hier aussieht. Krass. Könnte so eine Minecraft-Höhle sein, nur ein paar Erze dranhängen. Hä, geht's hier auch nicht weiter? Runterspringen! Hui! Nee, hier geht's nicht weiter. Hier ist eine Sattgasse. Gab's noch eine Abzweigung? Oh, was ist das denn hier? Das ist eine Tafel mit einem seltsamen Symbol. Ah, okay. Danke, Spiel. Achso. Ja, genau. Er klettert gerade den Berg hoch. Das war das. Er schwebt nicht oder so, Leute. Er klettert nur den Berg hoch. Mehr ist das noch nicht. Mehr ist das doch nicht. Hä? Was zum... Ist das ein Shiny? Nein, oder? Was ist mit dem Dictree los? Hä? Hä? Nee, das ist kein Shiny. Das ist einfach nur falsch texturiert, hä? Sind wir von dieser Perspektive aus, ist es ganz normal Dictree. Aber von hier ist es so ein Crystallized Dictree. Seine Persona hat zwei Seiten. Ah, blöde Fähigkeit. Komm, dann kill es schnell. Junge, ich habe mich gerade voll erschrocken. Ich dachte, das wäre wirklich ein Shiny. Aber ich glaube aber nicht, dass Shiny Dictree Silber ist. Ich glaube, das ist eine andere Farbe. Aber das habe ich gerade wirklich erschrocken. Was war das denn gerade? Das war... interessant. Kriegt man auf jeden Fall sehr viele Terra-Stücke. Das muss doch, dieser ganze Ort muss doch irgendwas mit Terra-Crystallizing zu tun haben. Kann sich erzählen, das muss hier irgendwas damit zu tun haben. Man kriegt hier überall die Stücke. Hier sind überall Kristalle, die aussehen wie die... Wie kannst du schräg an dem... Oh Gott. Oh Gott. Wow, ich dachte, Pummeluff wäre was Seltenes. Oh, nein, nein, selten ist es nicht. Da war das Donphan seltener als Pummeluff. Das ist ein bisschen sad. Ja, by the way, kleiner Fun Fact, in Purpur, also in Violet, gibt es hier ganz andere Paradox-Pokémon. Also die Paradox-Pokémon sind so mehr oder weniger die exklusiven Pokémon von der Version, ja. Und ja... Vielleicht zeige ich euch die auch mal irgendwann in einem Video. Da muss ich aber erstmal haben. Muss ich halt ein bisschen tauschen. Ja, ist nicht so schwer, aber muss mal gucken. Weil ich würde natürlich dann auch als Tausch die aus diesem Spiel anbieten, die Paradox-Pokémon. Naja, wie auch immer. Hier ist noch eine TM oder irgendein krasses Item vielleicht, maybe, I don't know. Ja, Spukball. Spukball ist eine nice TM. Okay, was bist du für ein riesiger Kristall? So langgezogen? Nee, hier ist auch nichts. Warte ich gerade überhaupt richtig? Ja doch, hier ist ein Weg. Hier wird es wohl richtig sein, oder? Oh, ja. Leute, wir sind am Ende angekommen. Tiefer geht's nicht. Und irgendwas wartet da vorne auf uns. Ich weiß aber noch nicht, was es ist. Und eigentlich ist dieses Pokémon hier mega selten, aber hier in Zone 0 ist es sehr häufig. Ja. Keine Ahnung, warum. Ist aber so. Okay, ich möchte mich jetzt nicht, ehrlich gesagt, nicht hier noch ein bisschen umschauen, sondern ich möchte lieber direkt hier die Cutscene triggern. Hier ist also der tiefste Punkt von Zone 0. Wir haben es geschafft. Mal sehen, ob bei den Legenden über den Schatz, der hier liegen soll, was dran ist. Glaubst du, alle Märchen, solange sie in Schulbüchern stehen? Bring, ring! Hallo Kinder, ihr habt es hergeschafft. Gut gemacht. Das Gebäude, vor dem ihr hier steht, ist das Labor 0. Da drin halten sie sich gerade auf, richtig, Professor?
Aber es sieht so aus, als ob das ganze Gebäude von Kristallen verschlungen wird. Den Kristallen hier in Zone 0 wohnt eine rätselhafte Energie inne. Sie vermag es, Fertigkeiten von Lebewesen zu verändern und sogar die Leistung von Maschinen zu optimieren. Es handelt sich um die gleiche Energie, die es Pokémon ermöglicht zu terrakristallisieren. Heißt das also, dass dieses Gebäude gerade terrakristallisiert wird? Peppe, halt mal für einen Moment den Schnabel! Die Terrakristall-Orbs bestehen also aus den Kristallen, die man hier in Zone 0 findet, ja? Korrekt! Aber nur die wenigsten wissen davon. Aha, wer hat's wohl gedacht? Jetzt, da ihr alle vier Schlösser entriegelt habt, könnt ihr das Tor zum Labor 0 öffnen. Aber seid gewarnt, sobald ihr dieses Tor öffnet, werden die gefährlichen Pokémon, die sich im Inneren befinden, augenblicklich herausströmen. Gefährliche Pokémon? Ich bin sicher, gemeinsam werdet ihr die vier das bewerkstelligen. Bitte bereitet euch gut vor, bevor ihr das Tor öffnet. Keine Sorge, Mike und ich können es mit jedem Gegner aufnehmen. Pfe, super, dann haben wir rein gar nichts zu befürchten. Ich rieche Sarkasmus. Na gut, Leute, seid ihr denn bereit? Ich gebe euch kurz ein paar Sekunden Zeit zu liken. Und abonnieren. Okay, gut gemacht. Bin stolz auf euch. So. Rein da in Zone 0. In Labor 0. Wir sind schon in Zone 0. Labor 0! Dürfte das Tor zu... Hey, Moment noch! Textbox konnte nicht ausreden. Im Ernst? Du weißt echt, wie man einen besonderen Moment versauen kann. Wenn wir uns darauf einstellen müssen, dass sich gleich heftige Bomben auf uns stürzen, sollte Coral dann auch mit von der Partie sein, oder? Du hast recht. In der Meeresbuchthöhle war Coral dann damals ein richtiges Kampfpaket. Kraftpaket. Ich würde es gern nochmal so kämpfen sehen. Ich weiß ja nicht. Seit wir in Zone 0 sind, lässt es niemanden mehr auf sich reiten. Und seine Kampfform kann es doch auch nicht annehmen, oder? Es ist extrem stark. Das könnt ihr mir glauben. Schließlich hat es all die Geheimgewürze gegessen. Wenn es darauf ankommt, wird es kämpfen. Außerdem hat es zumindest für eine Weile in Zone 0 gelebt. Vielleicht findet es ja seine Familie wieder, wenn wir es vom Ball lassen. Du sagst ja auch mal was Vernünftiges, Peppa. Meinst du? Ich weiß ja nicht so recht. Lass, Michael, lass Coral aus dem Ball. Nein. Mach dir keine Sorgen, wenn Coral nicht kämpfen kann, werde ich es schon beschützen. Okay. Oh ja? Auf geht's, Michael! Jetzt, wo unser Trupp dank Coraldon vollständig ist, kannst du endlich das Tor öffnen. Okay, neuer Versuch. Lass bitte die Textbox diesmal aussprechen. Nee, diesmal hat die Textbox auch keine Lust mehr. Oh, ich sehe doppelt. FPS sind ganz hoch. What? Das ist aber kein Spiegelbild. Das ist ein zweites Coraidon. Ein zweites Legi? Aber das scheint wohl... kräftig, mächtig zu sein. Oh, schade, deine Familie ist hier, um dich endlich wiederzusehen. Kann es sein? Oh, der Arme. Oh. Ach ja. Nein, irgendwas stimmt hier nicht. Okay, ciao. Das Labor ist für ihn interessanter als... Sein Doppelgänger? Keine Ahnung. Ich bin auch ziemlich verwirrt, was das Ganze angeht hier. Aber wir sollten da auch reingehen. Ja. Vielleicht ging das nur mir so. Aber das war jetzt nicht das rührende Wiedersehen, das ich erwartet hatte. Meinst du das jetzt nicht ernst? Das war doch offensichtlich. Wir sind um Haaresbreite in einem heftigen Kampf entkommen. Was? Echt? Coraidon ist auch noch ganz neben der Spur. Das war kein Freund von ihm, nehme ich an. Denke ich auch. Ich hab echt kein gutes Gefühl bei diesem anderen Ding. Hey, mach dir nichts draus. Sobald du die Kampfform wieder annehmen kannst, wirst du das Ding im Nu fertig machen. Also, denke ich zumindest. Ja. Ich meinte nur, tut mir leid. Kennt ihr die Professorin, die das andere Coraidon gemeint haben, als es um die gefährlichen Pokémon ging? Aber meint die Professorin nicht, dass sie von innen aus dem offenen Tor herausströmen würden?
Aus dem offenen Tor. Wow, da kommen sie ja! Traunfugil. Amungus. Donnertrampel. Ein weiteres Dornfern. Was zum? Ich meine, neue Pokémon. Ich bin ready, aber. Das habe ich nicht erwartet. Ich glaube, wir würden die innen antreffen. Dann treffen wir sie aber schon außen an. Wow, das sind aber viele von denen. Krieg! Wir sind umzingelt! Wow! Die sind uns ganz eindeutig nicht freundlich gesinnt. Sind zu viele. Sind das alles Pokémon aus der Vergangenheit? Das sieht echt übel aus für uns. Ja. Unser Begleiter hier ist auch nicht in der besten Verfassung. Ha, darauf habe ich gewartet. Jetzt ist es Zeit für meinen großen Auftritt. Michael, das ist ein Job für uns zwei. Okay. Ach, kämpfen wir nur gegen das Dornfang oder auch noch gegen die anderen gleich? Ich bin etwas verwirrt. Aber es ist echt spannend, muss ich sagen. Das packt mich schon alles. Bin interested. Level 64. Wir sind selber gerade mal Level 60. Ja, Riesenzahn ist ziemlich stark. Ist ziemlich stark. Bam. Aber wir machen auch ziemlich viel Damage. Ja, wie gesagt, die ganzen Paradox-Pokémon sind mega OP. Bisschen zu OP meiner Meinung nach, aber was weiß ich schon. Machen wir mal den Eiskreisel. Halt, muss ich mal sein. Also ich bin jetzt auch geschafft. Vor allem, weil Volrock jetzt down ist. Aber ich glaube, wir machen drei Kämpfe. Jeweils mit einem anderen Teammitglied, oder? Vermute ich jetzt einfach. Aber Donphan konnten wir es noch nicht fangen, aber wir haben es jetzt schon mehrmals gesehen. Das war jetzt auch nichts Neues. Wow, die sind echt stark. Also wenn das kein gutes Training ist, weiß ich auch nicht. Ich bin ja froh, dass du hier bist, aber wenn du dann solche Sprüche ausraust, das war mir echt fertig. Da, 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 da. Die sehen cool aus, mit den Haaren. Wow, bleibt mir ja vom Leib. Hilf mir bitte, Maike. Kein Problem. Das ist ein neues Pokémon. Diese Weiterwege von Tarnpignon. Weiß nicht, wie es hieß. Auf jeden Fall auf Englisch ist es Amungus. Wutpilz. Ja, das scheint auf jeden Fall aggressiver zu sein als das Originalstück. Pflanze ist es definitiv. Ich werde da wahrscheinlich mal meinen Starter rausholen. Ich glaube, der macht da am meisten Sinn. Würde mich wundern, wenn nicht. Fuchtler. Ah, hier nach Tara. Mann, nicht wieder mit. Verdammt. Ich versuch's mal mit Flammenwurf. Kloäugchen. Aber das Design von dem Ding finde ich cool. Ich muss aber auch leider zugeben, dass Pummeluff und das Ding hier schon seit Monaten geleakt sind. Also, das sind so die ersten beiden Paradox-Pokémon, die man kannte. Auch wenn man deren Typ noch nicht wusste. Und deshalb wundern die mich nicht. Generell wird das Spiel gelehrt. Also müssen wir nicht drüber reden. Auf jeden Fall, die kannten schon viele vorher. Aber das dritte, was jetzt noch kommt. Was ist damit? Ja, die Vergangenheit muss schrecklich gewesen sein. Oh, ja! Da haben die Angst. Oh nein, sie hauen ab! Und? Wenn sie nach draußen gelangen, haben wir ein gewaltiges Problem. Los hinterher, Cosima. Was? Warum ich? Wartet! Halt, warte. Und warum habe ich das Gefühl, dass ihr das Spaß macht? Okay, die kümmern sich drum. Ob das gut geht? Ja, dann haben sie sich davon gemacht. Dann kümmern wir beide uns um den Rest. Schauen wir doch mal, was dieses Vieh so drauf hat. Ja. Flatromane. Traunfugil. Fun Fact. Dieses Pokémon hier ist das stärkste im ganzen Spiel. Flutterhaar, das Ding ist das stärkste im ganzen Spiel. Es ist übertrieben broken. Noch mehr als mein Delfin gerade. Also, das ist übertrieben. Ich meine, es sieht cool aus. Das Design ist ganz cool, I guess, aber... Ich weiß nicht, was ich von dem Ding halten soll. Ich weiß auf jeden Fall, dass es...
Also es müsste eigentlich noch ein Geist-Pokémon sein, deshalb könnte Birdo immer noch Damage machen. Ich habe keine Ahnung, was das zweite Typ ist, sein könnte. Vielleicht. Ja, okay. Ist auch egal. Ist wohl auch egal. Hat sich den Eindruck gemacht, aber soweit ich weiß, ist es das krasseste Pokémon im ganzen Spiel. Ha, so macht man das. Wir sind eben perfekt aufeinander abgestimmt. Die Herrscherkämpfe haben uns gut vorbereitet. Du hast Angst vor dem anderen Pokémon von vorhin? Das ist das? Ach so gut. Der Rest ist nicht der Rede wert. Wir übernehmen das ab hier. Was? Also schnapp dir deinen Partner da und geh weiter, Maike. Schaffst du das? Autsch. Hab ruhig ein bisschen mehr Vertrauen, deine Freunde. Pacifioso kann es kaum erwarten, sich in den Kampf zu schützen. Masuja! Koraidon! Wegen dir hatte ich eine miserable Kindheit. Aber deshalb macht es mir trotzdem nicht die geringste Freude, dich hier so zusammengekauert, den Schwanz einziehen zu sehen. Du bist wahnsinnig stark. Merk dir das. Und wir stehen alle an deiner Seite. Also verliere ja nicht gegen dieses Ding da drin, ja? Verstanden? Nimm deinen Mut zusammen und stell dich dem, was da kommt. Ihr schafft das. Ja. Da hast du wohl recht. Letztes Mal speichern. Mit knapp Level 60 sind wir dafür bereit, oder? Hä? Hä? Was zum... Das Ding steckt einfach in der Wand. Aber hey, wir können das fangen. Das ist ein wildes... Magieflamme. Oh, wow. Gibt es hier eventuell auch in der Nähe noch ein paar... Ah, doch, stimmt. Die Pflanzendinger da. Die Tampignons, die Weiterentwicklung. Die kann ich auch fangen, glaube ich. Die stehen auch nur so rum. Maybe geht das. Das will ich noch in der Folge machen. Weil ich glaube... Jetzt noch den, womöglichen Endboss anzufangen. Ist, glaube ich, einfach zu spät. Warum hat es eigentlich schon so viel Damage genommen? Ja, kann ich den eigentlich echt schon fangen. Außer es lässt sich natürlich nicht fangen. Bob. Ja, Feuer gegen Feuer ist nicht so die beste Taktik. Flutterhaar, Flattermane. Aber ich finde das Design cool von dem Ding. Auch wenn ich es viel zu broken finde. Ah, zweimal ist schon besser, aber nicht gut genug. Hör auf. Don't do it! Ah! Da muss ich schnell rausswitchen. Muss ich zugeben, bin ich teilweise auch selber schuld, wenn ich das so reinschicke, mein Pokémon. Ich versuch's mal weiter zu fangen. Oh, what? Ich schmeiß den Superball und das geht instant rein? What? Na, okay. Hab ich nichts gegen. Wellenattacke, was ist das denn für eine Attacke? Hm? Was ist das für ein Sound? Der Anwender hüllt sich in Wasser und stützt sich mit dem ganzen Körper auf das Ziel, wobei er selbst großen Schaden erleidet. Ah, Risikotackle, Wellentackle, ja. Ah. Ich lasse es erstmal, aber ich behalte meinen Hinterkopf. Und hier haben wir Flutterhaar, Geistfee. Einige seiner Merkmale erinnern an eine Kreatur namens Flutterhaar, die in einer gewissen Schrift erwähnt wurden. Achso, okay. Leider sagen die wohl nichts Interessantes, die Beschreibungen. Trotzdem ist es cool, die Pokémon zu haben. Und kann ich gegen das Ding hier kämpfen? Nein? Ich kann, die sind einfach stuck. Die sind einfach stuck in place. Also das kann ich leider noch nicht fangen scheinbar. Nur das Traunfug hier gegen. Okay, Leute. Dann scheint es wohl keinen anderen Weg zu geben. Als nächstes dort hinein zu spazieren und zu schauen, was für ein harter Boss dort auf uns wartet. Seid gespannt. Ich bin es definitiv.